Tief lässt du Hure, ich hab dich geliebt, von tausend Völkern belebt bist du eine Flamme gewesen, eine Sonne, in der alles gedieh, das Gute und so auch das Böse. Tiflis, Georgiens Schönste, ich tanzte mit dir, du hast mich geküsst und hast mir geschmeichelt. Was für ein Mist, so konnte der Roman unmöglich beginnen, oder doch? Ich war mir nicht sicher. Manchmal setzt beim Schreiben ganz einfach der Verstand aus. Das, was hervorquillt, bekommt eine seltsame Eigendynamik. Es war Silvester. Fruwe war auf einer Party bei Freunden, unsere Tochter ebenso. Ich hatte beschlossen, das neue Jahr an meinem Rechner sitzend zu begrüßen. Feiern auf Kommando, bloß weil ein Datum dazu aufforderte, gefiel mir noch nie. Ich überflog die geschriebenen Seiten meines entstehenden Romans und war nicht zufrieden mit ihnen. Wie wäre es, wenn ich ihn stattdessen so anfangen ließe? Der Lebensverlauf des alten Gringos in der Kantine irgendwo in Mexiko ist nicht völlig geklärt. Es gibt Hinweise darauf, dass er unter dem Namen Redmar Ruth in den Jahren von 1917 bis 1921 in München die anarchistische Zeitschrift Der Ziegelbrenner herausgab. Als Akteur der Münchner Räterepublik soll er 1919 standrechtlich erschossen werden, kann jedoch fliehen und gibt die Zeitschrift von Köln aus weiter heraus. Doch auch hier wird der Boden sehr bald schon zu heiß für einen wie ihn. Erneut muss er fliehen. Mit dem Pass eines mit ihm befreundeten Malers gelangt er 1923 nach Rotterdam und von dort aus endlich nach England, wo sich weitere Spuren von ihm finden. Von London aus verschlägt es Marut nach Kanada. Vor nun ziemlich exakt 30 Jahren aber kam er hierher, nach Mexiko, und begann unter dem Namen B. Traven Bücher zu schreiben. Schnell wurde er weltweit bekannt. Sein wirklicher Name ist Otto Feige, im brandenburgischen Schwibus geboren. Hier im Ort nennt er sich Torf. Nur drei Männer befinden sich in der Kantine. Torf alias Marut, der Wirt und ein weiterer Gast. Draußen die Straßen, wie leergefegt. Es ist um die Mittagsstunde in St. Agnes de Flores. Nicht einmal die sonst ruhelosen Plagegeister, die fliegen an den Wänden, wollen sich bewegen. Blakend wütet die Sonne am Himmel? Blakend? Warum befinden sich solche Wörter überhaupt in meinem Gehirn? Blakend? Das klingt, als würde ich versuchen, Thomas Mann nachzuäffen. »Es ist alles meine Schuld«, sagt soeben der Alte, der, über sein Glas Tequila gebeugt, in die sehrende Stille hinein. Der in seine Ecke dösende Wirt wendet den Kopf. Der Dritte hebt träge die Lider. »Was ist deine Schuld? Wovon redest du, Torf?« Der Gefragte tippt mit seiner Rechten leicht gegen die Zeitung, die zerknittert vor ihm liegt. »Stalin ist tot«, lautet die Meldung. »Ich bin schuld.« Ich habe geholfen, ihm den Weg zu ebnen und ihn an die Spitze zu führen. Ich hätte es abwenden können, aber ich war weder clever noch entschlossen genug. Was meinst du? Der dritte Mann, an einem der Tische nahe der Tür sitzend, hatte gesprochen. Willst du sagen, du hast dieses Monstrum gekannt? Ja, hab ich. Nicht viel hat gefehlt und ich wäre an seiner Stelle gewesen. »Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst«, entgegnet der Wirt. »Es ist heiß, du trinkst Tequila, da ist es natürlich, dass ein Mann zu fabeln beginnt.« »Ich will euch eine Geschichte erzählen«, erwidert der Alte. »Sie handelt von ihm und sie handelt von mir. Glaubt sie oder nicht? Wahr bleibt sie doch. Es ist nämlich so. Für gewöhnlich sperrt uns das Leben wie ein Schiffsjung in die Kombüse. Die wilde See, die jenseits des Bullauges rauscht, ist unerreichbar für uns. Wir spüren das Schaukeln, aber das ist auch schon alles. Manchmal jedoch kommt heulend ein Sturm. Die Kombüse zerbirst und die Wellen werfen uns über die Reling mitten in die tosenden Fluten hinein. Die Gischt packt den Menschen mit ihren fahl funkelnden Wassern, irgendeinen Menschen, und zwingt ihn zu kämpfen. Plötzlich zeigt sich, von welcher Natur dieser Mensch ist, was er imstande zu tun ist oder aus welchen Gründen auch immer zum Scheitern verdammt. Das Tosen hält ihn gepackt und spricht, »Du kannst tun oder unterlassen, kämpfen oder kapitulieren. Nur sag mir, du Mensch, was wirst du tun, wie wirst du entscheiden?« »Habt ihr zwei schon einmal von dem großen Überfall auf die Nationalbank in Tiflis gehört?« »Vermutlich nicht. Es geschah vor eurer Zeit,
fast 50 Jahre ist das nun her. Wäre vielleicht besser, den Roman mit dem Satz »Ich werde euch eine Geschichte erzählen« beginnen zu lassen. Das klingt zwar etwas altertümlich, aber die alten Russen haben es schließlich auch oft so gemacht. Und das bringt Tempo. Egal, ich werde es später entscheiden. »Du bist betrunken, Schriftsteller«, entgegnet schläfrig der Wirt. »Heb dir deine Geschichte für einen Roman auf. Uns überlistest du nicht. Dann lasst mich anders beginnen. Habt ihr je eine echte Schönheit gesehen? Ein Wesen so wild und verwunschen, das ihr zu träumen vermeintet? Und seid ihr vielleicht sogar eingedrungen in sie? Habt euch wundgerieben an ihr, euch berauscht und an ihre Schönheit verloren? Gut, dann wisst ihr, wie sie aussieht, diese große Eine, leuchtend unter den Himmeln, lebendig und gierig, diese Stadt, von der ich euch berichten will. Hey, ich dachte, du wolltest von einer Geliebten erzählen. Und nun sprichst du von einer Stadt anstelle von Frau«, ruft der Dritte enttäuscht. »Verdammt nochmal, schweig! Natürlich ist sie eine Geliebte gewesen, diese seltsame Stadt. In ihr bin ich ein anderer geworden. Diese Kreatur, sie hat mich verwandelt. Und was ich zutrug in ihr, ist etwas, was noch nie je erzählt worden ist. Die Geschichte eines Mannes namens Koba, zu Zeiten auch als Besso oder Sasso bekannt. Und schließlich, als Mörder und Henker von Millionen, oft glückselig mit dem Namen Stalin gerufen. Ich habe ihn gekannt, diesen Mann, und ich habe versagt. Schande über mich, da ich zu schwach war, nicht willens und nicht gierig genug. Oder wie ich schon sagte, was mir fehlte, war Grips, dazu Entschlossenheit sowie das Verlangen, mich eines Tages in den Geschichtsbüchern wiederzufinden. Hätte er anderswoher aus einem anderen Schoße stammen können? Nein. Tiflis, diese grinsende, lärmende Buhle, Georgiens Schönste, spuckte ihn aus und zog das Monstrum heran. »Sprich so, das will ich verstehen, oder sprich gar nicht«, unterbricht ihn der Wirt. »Die Geschichte, die erzählt werden will, wählt ihre eigene Sprache.« »Hier, trink«, sagt der Wirt. »Wie dicke Raupen sitzen ihm die Brauen unter der Stirn. Wenn du erst einmal lallst, werden wir dich hoffentlich besser verstehen.« Ein kurzes Lächeln zeigt sich auf Thors altem Gesicht. Mit seinen knittrigen Händen hebt er das Glas, schließt kurz die Augen und trinkt. Er wendet sich dem Dritten zu. »Unser Freund, der Wirt, ist der Meinung, Betrunkene mögen Lärm und Lügen. Dafür stecken sie ihre Sprache nicht in ein Taftkleid, das man vor lauter Rauschen und Knistern nichts mehr versteht. Gut, ich will mich einfacher fassen. Lasst mich nur eben Tiflis beschreiben. Die Stadt, in der die Bestie gedieh und sich übte. Wirt, bist du sicher, dass er nicht längst schon genug hat? Er spricht wie ein Narr, nicht wie ein Mann. Nun ja, ein Schriftsteller eben, du weißt, wie sie sind, vor allem die Alten. Schweigt endlich«, fährt er genannte die zwei anderen an. »Lasst mich erzählen, und sei es nur darum, dass das Sprechen und meine Erinnerung mich wieder nüchtern werden lassen. Darum rufe ich: Tiflis, du Hure, ich hab dich geliebt. Von tausend Völkern belebt bist du eine Flamme gewesen, eine Sonne, in der alles gedieh, das Gute und so auch das Böse. Tiflis, Georgiens Schönste, ich tanzte mit dir. Du hast mich geküsst und du hast mir geschmeichelt. Du Unbezähmbare hast mich das Fürchten gelehrt. Nein, das ist schrecklich. Ich sollte die Finger vom Alkohol lassen oder aufhören, immer nur die alten Schwarten zu lesen. Lessing, Goethe, Kleist. Dann noch diese falsche Rechtfertigung. Die Geschichte, die erzählt werden will, wählt ihre eigene Sprache. Okay, die Handlung spielt im Jahre 1907. Stilistisch und formal wäre es legitim, die Romansprache dieser Zeit anzupassen. Zumal die Geschichte von einem Schriftsteller, dem Autor wie Treven, erzählt. Verfasser von Büchern wie »Die Baumwollpflücker«, »Die weiße Rose« und »Der Schatz der Sierra Madre«. Fühlt sich bloß irgendwie falsch an, dieser altmodische Stil. Den kleinen Lektorinnen rollen sich, wenn sie das lesen, die Fußnägel auf. Vielleicht denke ich auch nur zu viel an die Wallaha-Frau, während ich schreibe. Sonst schreibe ich auch nicht derart gestelzt. Mein letzter Roman war gar nicht so schlecht. Gute Story und ein uneitler Stil mit voranpreschenden Sätzen, die Tempo und Lesefluss schaffen. Ist eigentlich noch was zu trinken im Haus? Jedenfalls bin ich mit der Sprache meines letzten Buches zufrieden. Nichts dran zu bemängeln, wenn man mich fragt. Aber da habe ich auch nicht versucht, zwischen auktorialer Erzählweise und Ich-Form zu wechseln.
Damit niemand im Unklaren bleibt, die Geschichte, um die es aktuell geht, ist die. Im Jahr 1907 ereignet sich einer der größten und spektakulärsten Banküberfälle der Geschichte. Die um ihr Geld gebrachte Bank steht jedoch nicht in Texas oder Oklahoma und der Täter ist nicht Jesse James oder sonst ein Desperado. Der Überfall findet vielmehr in Tiflis statt. Opfer ist die Georgische Nationalbank und der Täter ist, historisch verbürgt, der noch junge Josef Stalin mit seiner Bande von Mördern, Piraten, Verkleidungskünstlern, Kokotten und frühen Bolschewiki. In Wirklichkeit ist es natürlich nie zu einer Begegnung zwischen dem jungen Stalin und dem späteren Schriftsteller Beat Raven gekommen, aber sie hätte, zeitlich gesehen, stattfinden können, wie auch immer. Eventuell ist es klüger, die Geschichte so beginnen zu lassen. Der Zufall ist ein Problem. Wenn alles hätte anders kommen können, hat Geschichte gar keinen Sinn. Das eine geschieht oder das andere. Wieso? An exakt welchem Punkt werden die Weichen gestellt? Jener Weg eingeschlagen, der in die Katastrophe mündet, oder ein anderer, der sie vermeidet? Man schrieb das Jahr 1907. Die moderne Welt, es gab sie noch nicht. Noch hatte es den Höllenbrand, der den Beginn des neuen Jahrhunderts markierte, den ersten der beiden großen Kriege, nicht gegeben, die Welt ihre Unschuld nicht gänzlich verloren. Noch, so schien es, schlummerte alles. Die Menschheit war dumm und naiv. Und wer sich den Feuersturm wünschte, besaß nicht genug Fantasie, sich seine Gräuel vorstellen zu können. Doch anders, ganz anders musste es immerhin werden, denn die alte Welt war verrottet und morsch. Ich stieg aus dem Zug, übernächtigt und müde, von höchster Stelle mit einem Geheimauftrag nach Tiflis entsandt. Da stand ich nun am Bahnhof, mein Koffer zu meinen Füßen, und schaute auf eine Stadt, die sich wie eine Hure lachend entblößte. Ich war jung, Mitte 20, und glaubte, die Welt sei ein Melkschemel, auf den ich nur noch Platz nehmen müsse. Eine Kuh, sie zu melken, würde sich bei Zeiten schon finden. Dies bedeutet nichts anderes als, ich war zu allem bereit. Ein Weltenumbruch, so meinte ich, müsse bald kommen, alles verdorrte hinweggefegt werden. Tiflis erwartete mich mit einem Salut. Links und rechts von mir fielen zwei Männer vom Himmel, gerade so, als wären sie aus den Wolken gestürzt. Mit einem dumpfen Geräusch schlug der eine neben meinem Koffer aufs Pflaster. Den anderen katapultierte es dagegen in schräger Neigung mit solcher Wucht gegen eine vor einen Kern gespannte, halb verhungerte Meere, dass es sie umwarf und es unter den umstehenden Passanten ein vielstimmiges Lärmen und Bekreuzigen gab, Heilige Mutter Gottes Ruf und ähnlichen Unsinn. Hatten die zwei Unglücklichen zuvor gelebt, nun waren sie tot. »Es regnet, Verdammte«, hörte ich zu meiner Verwunderung einen der Umstehenden auf Deutsch gleich darauf rufen. »Wahrlich, die Apokalypse ist nahe«, wie recht der Trottel doch hatte. Doch die Apokalypse, sie würde anders kommen, als er sich vorstellen mochte. Man gab ihr den Namen Oktoberrevolution. Der Welt und ihren Menschen zu Gerechtigkeit verhelfen. Diese Idee, sie hatte auch meine Seele erfasst. Mochten andere es, wenn es soweit war, auch Apokalypse oder Weltenbrand nennen. Doch ich war keineswegs klüger als der mir so bigott erscheinende Passant, der seinen Ängsten auf Deutsch Ausdruck verlieh. Sonst hätte ich nie die Lunte gelegt, die mein Auftraggeber schließlich entzündete und deren Bombe von Stalin zur Explosion gebracht wurde. Ich wähnte mich unbezwingbar und clever, aber es fehlte in meinem Schädel ein Grips. Schauerlich, wie dumm ich noch war. Hybris tat das ihre dazu, mich in die Irre zu leiten. Tiflis, nie hätte ich dich aufsuchen, nie hättest du meine Sinne heimsuchen dürfen. Vor Freude und kindlicher Aufgeregtheit erschauderte ich, als ich dich zum ersten Mal sah. Ich nahm mein Hotelzimmer und suchte bald darauf die Tiliputschuri-Schenke auf, wo sich im Kellergeschoss, wie ich wusste, für gewöhnlich Sasso mit seiner Bande von Flusspiraten, Wegelagerern, Einbrechern, Halbsatzschneidern, polizeilich gesuchten Revolutionären, Huren, Erpressern und Mördern aufhielt. Jetzt könnte ich elegant in die oktroyale Erzählweise und zeitlich in den Präsens wechseln, ohne dass es dem Leser sofort auffallen würde. Mal sehen, wie es wirkt.
Auf dem Hauptplatz jagte ein schnurrbärtiger Kavalleriehauptmann in Stiefeln und Reiterhosen auf seinem Pferd an einer Gruppe hübsch gekleideter georgischer Mädchen vorüber, gibt dem Pferd die Peitsche und galoppiert am Eingang der berüchtigten Tili-Putschuri-Schenke vorbei. Dort im Keller sitzt eine Rotte Verlorener beisammen. Ihr bereits angetrunkener Anführer, ein junger bartloser Georgier in einem roten Seidenhemd, hält eine großspurige Rede über die neue Zeit, die bald für sie alle anbrechen werde. Es ist der junge Stalin, der sich bisweilen Koba nennt oder auch Besso. Er ist insbesondere für seine poetischen Verse, für seine zahlreichen und weit verzweigten Liebesabenteuer, aber auch für seine Skrupellosigkeit und seinen Jähzorn bekannt. Neue Zeiten also, ruft er, ja, werde es geben, gezählt die Tage der Unterdrückung und Leibeigenschaft. Die Mitglieder der Geheimpolizei, die Fürsten und die ausländischen Magnaten, alle würden sie ausgetilgt und in den Latrinen ertränkt. Von wem? Ertönt es da abrupt aus einem Winkel hervor. Von dir, einem Tagedieb und Bauern, dem zu Kopf gestiegen ist, dass er hin und wieder Verse verfasst? In jedem Kürbis steckt Besseres als in dir. Besso, durch diese unverschämten Worte aufs Äußerste gereizt, zückt seine Pistole und zielt auf den Mann, der es wagte, ihn so rüde anzugehen und zu unterbrechen. Er ist erbost, aber auch fasziniert, denn die Waffe scheint auf den anderen keinen Eindruck zu machen, vielmehr wirkt dieser darüber nur amüsiert. Unsicher blickt Besso sich um. Eine solche Reaktion ist ihm, dem Gefürchteten, neu. Und lachend brandet schließlich seine Stimme, die eigene Neugier und Verlegenheit rauh überspielend in den Saal. Na, was glotzt ihr, wie viel? Lasst uns feiern und saufen. Und eine der jungen Frauen mit sich ziehend, komm, Sasa, zeige mir das Vögelchen in deinem Nest, ich bringe es zum Fliegen, verschwindet Besso durch eine niedrige Tür. Klingt gar nicht mal schlecht. Am besten ich mache so weiter. Zurückbleiben die anderen, darunter der Fremde sowie ein Bandenmitglied namens Camo. Na los, trinken wir, sagt dieser. Du scheinst mir ein besonderes Seelchen zu sein. Da, in diesem Augenblick und für alle überraschend, tritt plötzlich eine weitere Frau in den Raum, zieht einen Staubsauger hinter sich her, macht mit diesem Gerät ordentlich Lärm und fragt: Brauchst du noch lange oder kann ich eben mal saugen? War das bei anderen Schriftstellern eigentlich auch so? Bei Shakespeare, Goethe, Camus, Fauser und Handke? Dass plötzlich deren Frauen auftauchten, Lärm erzeugten, wo sie nur konnten und auf ihre Schriftstellerei keinerlei Rücksicht zu nehmen gewillt waren? Ehe mich Fruwe mit der Staubsaugerei in den Wahnsinn treiben konnte, griff ich meine Unterlagen und Notizen und verließ fluchtartig die Wohnung. Vielleicht hatte ja diese Kneipe schon auf, in der ich Weihnachten gewesen war. Die Wallahaar-Frau fiel mir wieder ein. Wirklich hübsche Beine hatte sie gehabt, ließ sich nichts gegen sagen. Ich hatte sie seit jenem Abend nicht wiedergesehen. Nur ihren Slip hatte ich noch. Wie gut, dass Fruwe nie meine Jacken durchwühlte. Wahrscheinlich würde sie die jetzt nicht komisch finden, plötzlich die Unterwäsche einer fremden Frau in den Händen zu halten. Dann dachte ich wieder an die Beine von Hedda. Hedda Tropel. Was für ein Name. Lange Beine gefielen mir schon immer. Die Größe der Brüste war mir dagegen ziemlich egal. Wichtig war nur, dass die Warzenhöfe nicht so groß waren wie Untertassen oder ein altes 5-Mark-Stück. Je kleiner die Höfe, desto besser. Mit allem anderen konnte ich leben. Und während ich den Melatengürtel entlang in Richtung Ehrenfeld lief, ließ ich all die Brüste, die ich in meinem Leben schon gesehen hatte, in meinem Kopf Revue passieren. Dann dachte ich an den Schriftsteller Rolf-Dieter Brinkmann, gleich darauf an Helmut Krauser und schließlich über Traufhöhen von Hochhäusern nach. Es kam wie von selbst. Vermutlich wäre ich im Leben wesentlich weiter, wenn ich mich auf eine bestimmte Sache konzentrieren könnte, anstatt meine Gedanken unbeaufsichtigt wandern zu lassen. Mitten in meinen diffusen Überlegungen fiel mir ein, dass ich für die Classic Rock, eine Musikzeitschrift, für die ich ab und zu schrieb, noch einen Artikel über die Pretty Things umtexten musste. Und dann dachte ich wieder an Beethoven und Stalin und dass ich mir noch Tabak kaufen musste. Das Päckchen, das ich bei mir trug, war nämlich schon fast wieder leer. Und mir fiel außerdem ein, dass ich noch bei meiner Agentin nachhaken wollte, wegen des letzten Romanmanuskripts, das sie nun schon seit 3 Monaten hatte, aber noch immer nicht an den Mann bzw. Verlag gebracht hatte. Ein Krimi mit dem Titel Brennende Hunde.
Und mit einem Mal wurde ich melancholisch, wie es manchmal aus heiterem Himmel geschah, und ich dachte, das Leben kann mies sein, selbst wenn man das Beste versucht. Es macht einen traurig, und deshalb geschieht es manchmal, dass ein Mensch ganz plötzlich das Universum, das ihn erschuf, in Frage zu stellen beginnt, unversehens riesige Risse in ihm erkennt, bestürzt aus seiner Wohnung taumelt und dem eilfertigen Leeren von Kelchen ein Gegengift sucht, mit dessen Hilfe sich alles wieder für eine geraume Zeit zurechtleiben lässt und der Zweifel zurück in seinen Käfig gesperrt werden kann. In solchen Momenten ist dieser Mensch eine Anomalie auf der Spur, die mit dem Urknall ihren Ausgang nahm, wie die Astrophysiker erklären. Denn eigentlich, so sagen sie, hätten Materie und Antimaterie, kurz nachdem sie entstanden waren, einander aufheben und in das Nichts zurückkehren müssen. Eine Anomalie. Und kaum ein paar kosmische Wimpernschläge später wird die Seele dieses Menschen, der in einer Vielzahl einfältiger Beschäftigungen, darunter auch im Alkoholmissbrauch als der vielleicht bei weitem sinnvollsten Ablenkung sucht, von einem monströsen Alltag geplagt, wie er wohl kaum vorgesehen war. Sein Leben wird vom Klingeln der Mobiltelefone durchdröhnt, aberwitzige Gesetze und Paragraphen sowie der Straßenverkehr und eine weit verbreitete Dummheit setzen ihm zu. Fortwährend verlangt sein Körper danach, gefüttert und gewartet zu werden. Und zu allem Überfluss muss er erkennen, dass er sich umso einsamer fühlt, desto mehr seine Art diesen Planeten bevölkern. Ganz gleich, was er unternimmt, um die Leere, die er in sich verspürt, zu negieren, bohrt sie sich darum doch nur tiefer in sein Gemüt. Denn, dumm gelaufen, sie ist die Essenz, aus der er besteht. Und dann endlich hatte ich die Kneipe erreicht. Zigeunerwagen, sagte das Schild. Außer mir waren an Gästen nur eine ältere Frau mit kurzen weißen Haaren und ein kleingewachsener Kerl mit Knast-Tätowierungen da. Hinter dem Tresen stand ein junges Ding und strahlte mich an. Ein Bier und ein Gin Tonic, sagte ich kurz. Ein Mann, der vor dem Geräusch eines Staubsaugers floh und glaubte, er hätte sich die Drinks unredlich verdient, während seine Frau daheim darauf hoffte, er würde nicht alles vertrinken und käme eventuell mit einer Tüte voll Lebensmittel zurück. Ich setzte mich und kramte meine zerknitterten Notizen hervor.